Hey Leute, heute haben wir den AEG Protex Trockner. Der macht überhaupt nichts mehr, kein LED leuchtet, lässt sich nichts einschalten. Die Steckdose ist natürlich überprüft, also erstmal ein anderes Gerät dran stecken, um zu gucken, ob Strom an der Steckdose ankommt. Und das ist hier der Fall. Strom ist da, Gerät macht aber überhaupt nichts. Jetzt müssen wir die Steuerung ausbauen, um das wieder in Stand zu setzen. Und da müssen mehrere kleine Bauteile getauscht werden. Die Reparatur funktioniert natürlich nicht nur bei genau diesem Modell, sondern auch bei vielen weiteren AEG Protex und auch älteren AEG Versionen haben wir fast dieselben Bauteile auf der Platine. Hier haben wir jetzt die Steuerung ausgebaut und die müssen wir jetzt erstmal öffnen. Da sind keine Schrauben drin, das ist alles nur geklippt. Ihr seht hier schwarzen Staub auf der Platine. Es sieht erstmal schlimm aus, aber es ist wirklich nur Staub, der sich durch statische Aufladung auf die Platine gesetzt hat. Deshalb reinige ich jetzt erstmal die Platine mit einem Pinsel und das Gehäuse natürlich auch, um das alles sauber zu kriegen. Ihr benötigt ein paar Bauteile, die verlinke ich euch natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung und einen Lötkolben. Ich nutze hier auch noch in dem Video jetzt eine Heißluftlötkolben zusätzlich zu meiner normalen Lötstation. Und jetzt sehen wir schon die ersten defekten Bauteile, also es sind zwei Stück. Der Widerstand ist eigentlich ganz gut zu erkennen, der ist so richtig zerbröselt hier. Der ist in zwei Teile quasi zerbrochen und das ist der IC-Chip. Das ist ein LNK. Den müssen wir auch tauschen. Wenn der LNK kaputt ist, dann zerstört er den Widerstand. Jetzt bringen wir hier ein bisschen Flussmittel auf, dann lässt sich der Widerstand leichter auslöten. Und dann gehe ich mit der Heißluftlötstation ran. Das ist quasi wie ein Heißluftföhn, nur halt speziell für solche Anwendungen. Von der Seite. Eigentlich ist es besser, es gerade von oben zu heben, aber dann seht ihr leider halt auf dem Kamerabild nichts. Dabei ist halt sehr wichtig, dass ihr keine anderen Bauteile schmelzt oder irgendwie auf der Platine verschiebt, weil natürlich auch rundherum alle anderen Bauteile erwärmt werden und gegebenenfalls sich sogar wegbewegen können. Ihr dürft nicht an dem Bauteil reißen, also wirklich lieber einen Moment länger erhitzen, bis sich das Bauteil sauber abheben lässt. Wenn es noch nicht frei ist und sich frei wegheben lässt, dann nicht dran ziehen, sonst reißt ihr die Kontakte von der Platine. Das merkt man ganz gut, wenn es richtig sich gelöst hat, dann könnt ihr es wirklich einfach so runterheben. Ja, das ging jetzt richtig gut runter. Jetzt entferne ich das Flussmittel, was ich aufgetragen habe. Einfach mit einem Wattestäbchen und dann nochmal mit ein bisschen Isopropanol auf dem Wattestäbchen. Es ist wichtig, dass ihr beide Bauteile tauscht, weil wenn ihr nur den IC-Chip tauscht, dann funktioniert es immer noch nicht. Und wenn ihr nur den Widerstand tauscht, dann ist der neue Widerstand sofort wieder kaputt. So, jetzt von unten gucken, welche Kontakte es sind. Den Lötkolben erhitzen und mit der Entlötpumpe einfach abziehen. Und dann fallen die Bauteile unten schon aus der Platine raus. Ja, der ist in der Mitte auseinandergebrochen, als der durchgebrannt ist.
Da ist natürlich auch kein Messwert mehr da. Wenn der bei euch noch in Ordnung aussieht, dann könnt ihr den Widerstand messen. Der sollte, ich glaube, hier 47 Ohm haben. Ich verlinke es euch dann alles nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, das ist ein 47 Ohm, 3 Watt Widerstand und dazu der passende LNK. Schaut bitte, wenn ihr eure Steuerung aufmacht, auf die Nummer. Die steht oben auf dem IC-Chip drauf. Und ich verlinke euch verschiedene Versionen unten in der Beschreibung. Und jetzt einfach mal hier den Widerstand durchstecken. Die Beinchen sind zu lang, aber das hilft uns jetzt erstmal. Die biegen wir auseinander. Somit fällt der Widerstand nicht aus der Platine raus und bleibt in der Position beim Löten. Und es ist leichter, die später einfach einzukürzen. Achtet darauf, dass ihr da eine saubere Lötverbindung herstellt. Und keine Brücken irgendwo reinlötet. Also, dass ihr keine Kontakte miteinander verbindet, die eigentlich keine Verbindung haben sollen. Jetzt die Beinchen einkürzen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den neuen IC wieder aufsetzen. Der hat 7 Beinchen, das heißt, auf einer Seite fehlt quasi eine. Das macht es halt auch einfacher, ihn aufzusetzen, weil ihr ihn gar nicht verkehrt rum einbauen könnt. Ich versuche den jetzt erstmal so in Position zu halten mit der Pinzette. Und dann erstmal nur so ein Beinchen anpunkten, so anlöten, gerade mit so einem Lötpunkt, so dass er sich nicht wegbewegt mehr. So, jetzt nochmal kontrollieren, dass er richtig auf den Pads auf der Platine aufsitzt, dass er nicht verschoben ist und gegebenenfalls zwei von diesen Lötpads auf der Platine berührt. Das wird nämlich wieder zu Problemen führen, dass ihr dann einen Kurzschluss habt. Und jetzt einfach jeden Pin einzeln oder jedes Beinchen einzeln auf diese Lötpads auflöten. Wenn ihr da noch nicht so die Erfahrung habt, lasst es zwischendrin auf jeden Fall mal abkühlen, dass ihr den IC-Chip nicht verbrennt. Weil wenn der zu heiß wird und ihr zu lange daran rumlötet, dann kann es durchaus sein, dass der neue Chip sofort wieder zerstört ist und quasi verbrannt ist. Aber mit ein bisschen Erfahrung und Feingefühl lässt er sich eigentlich relativ leicht einlöten. Ja, das sieht doch soweit ganz gut aus. Die Beinchen sind alle schön auf den Pads angelötet. Und der Widerstand ist wieder drin. Jetzt sollte die Steuerung wieder funktionieren. Jetzt muss nur noch die Steuerung wieder ins Gehäuse gesetzt werden. Alle Stecker korrekt angeschlossen und sämtliche Schrauben in die Maschine gedreht werden. Und dann könnt ihr wieder jahrelang weiter trocknen damit. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir ein Like auf das Video da. Wenn es euch geholfen hat, eure Maschine wieder zu reparieren, dann lasst mir auf jeden Fall ein Abo auf meinen Kanal da. Und wenn ihr mich richtig unterstützen wollt, könnt ihr natürlich seit neuestem auch Kanalmitglied werden, um mir bei den Projekten weiterzuhelfen. Wir kämpfen hier gemeinsam dagegen, dass Maschinen im Schrott landen wegen zwei so kleinen Bauteilen, das kann es einfach nicht sein und da müssen wir gemeinsam gegen vorgehen. Ich werde versuchen, jede Woche weiter ein Video für euch zu machen, um so viele Geräte wie möglich mit euch gemeinsam retten zu können.
Natürlich verlinke ich euch wie immer alles an Equipment und Ersatzteilen unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Und hier seht ihr mal noch so ein paar Sachen, wie es bei mir auf der Werkbank aussieht. Dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.